Dort, wo irgendetwas wie Musik klingt, dort müssen wir bleiben. Denn Musik ist etwas, was wir Menschen nicht können. Musik nämlich bleibt erhalten. Vor allem, wenn es sich dabei um Klaviermusik handelt. Er beschäftigt sich damit Tag für Tag, ist er doch Vorarlbergs einziger Klavierbaumeister. Walter Angerer aus Götzis. Er repariert und stimmt diese Instrumente mit der Akribie eines Chirurgen. Und genau das wollen wir uns jetzt etwas näher ansehen und auch hören. Wäre er tatsächlich Chirurg, hätte er es nicht einfach. Denn seine Patienten sind sehr groß und auch nicht unbedingt leicht. Dieser Klavierdoktor ist aber ein ausgesprochener Experte und weiß ganz genau, auf was er sich bei seinen Sprechstunden einlässt. Und wie immer der 61-jährige Klavierbaumeister aus Götzis das jeweilige Musikinstrument auch vorfindet, die Behutsamkeit ist dabei das Maß aller Dinge. Oft kommt es vor, dass man mich eben anspricht, man hat irgendwo ein Klavier geerbt oder sonst wie erhalten oder gebraucht gekauft. Oder noch besser, man hat vor, eins zu kaufen. Dann ist es schon gescheit, man fragt mich vorher. Jetzt aber ist oft der Fall, es ist schon da, in der Verwandtschaft ist es irgendwo kursiert und auf einmal bekommt man es und irgendein Kind soll anfangen zu lernen. Dann ist schon wichtig, dass es auch funktioniert. Und dann ist es normal so, dass ich das Klavier anschaue, den Zustand feststelle, die Schäden feststelle und auch mal sagen muss, ja, was kostet es, wenn man es richtet, oder? Und dann entscheiden sich die Leute, ja, was wird gemacht oder wird es überhaupt gemacht? Oder ist es vielleicht doch besser, man nimmt ein neues oder man mietet sogar noch eins, um es auszuprobieren, ne? Also, je nach Fall, es kann ganz verschieden ausfallen. Ein Klavierbaumeister mit Monopol. Denn Walter Angerer ist hier in Vorarlberg der einzige Fachexperte, wenn es darum geht, Klaviere sowohl zu bauen als auch zu reparieren und auch zu verkaufen. Mit ein Grund, wieso er sich allen Fragen, die sich beim Kauf oder auch bei der Wartung eines Klaviers ergeben, mit größter Hingabe widmet. Das Reparieren, Stimmen und auch das Restaurieren von Musikinstrumenten ist für ihn schon längst zur Lebensaufgabe geworden. Ich war ja da relativ jung, also das heißt, mit 14, 15 oder so muss man überlegen, in welche Richtung will man gehen. Ne? Und ja, meine erste Entscheidung war damals, ja, Elektrotechnik, das wäre es, das ist interessant, oder? Und dann war ich tatsächlich ein Jahr in der HTL und habe festgestellt, das ist doch nicht meins, oder? Und ja, auf jeden Fall, nachdem das Jahr um ist, und mein Vater hat zu mir dann einfach gesagt, ja, okay, dann könntest du eigentlich auch bei mir eine Lehre machen. Und das habe ich auch getan und das habe ich nie bereut. Walter Angerer. Der Klavierbauexperte aus Götzis, dessen Meisterstück noch heute in seinem Haus steht, musste zur erfolgreich bestandenen Meisterprüfung sogar ein Klavier planen, die richtigen Berechnungen hinsichtlich der Zugkräfte anstellen und anschließend bauen. Eine Fähigkeit von großer Bedeutung, denn nur so kann ein Klavier auch richtig funktionieren. Also man drückt die Taste runter und hinten bewegen sich verschiedenste kleine Teile, bis der Hammer eben an die Seite schlägt. Das soll durch das Brett dargestellt sein. Ne? Also, und da sind auch diese kleinen Hebelchen, diese Teilchen, diese Teile haben alle eine eigene Funktion und müssen natürlich ganz exakt aufeinander abgestimmt sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann läuft irgendwas nicht, oder? Ein Instrument, welches wohl als das wichtigste und auch komplexeste aller Musikinstrumente gilt, ist aus der abendländischen Musikkultur nicht mehr wegzudenken. Das Klavier. Walter Angerer ist in der Herstellung, genauso aber der Reparatur desselbigen, ein wahrer Meister. Ein Meister, dessen Fähigkeit auch darin besteht, ein Klavier zu stimmen.
Ja, eigentlich ganz einfach. Man braucht einen Basiston. Also im Prinzip kann man einen Stimmgabel oder ein Stimmgerät nehmen. Und davon entwickelt sich die gesamte Oktave in der Mitte. Die wird erst einmal in 12 Halbtöne aufgeteilt, die alle gleichmäßig sein müssen. Dann heißt das die gleichschwebend temperierte Stimmung. Und wenn ich diese Aufteilung festgelegt habe, dann stimme ich davon ausgehend nach oben und nach unten in relativ reinen Oktaven aus. Also klingt jetzt einfach, ist es aber eigentlich doch nicht. Die Stimmung eines Klaviers erfordert eben auch ein geschultes Gehör. Walter Angerer besitzt es zweifellos, denn seine Leidenschaft besteht nicht nur darin, ein Klavier zu hören, sondern es auch zu bauen und zu reparieren. Bei diesem Klavier war es jetzt folgendermaßen. Die Hämmer, die waren komplett verbraucht. Die wurden ersetzt durch neue und die muss man jetzt halt noch bearbeiten. Was ich bereits gemacht habe, ist die Vorintonation. Das heißt, man hat den Filz mit Nadeln aufgestochen, sodass er weicher wird als zuvor. Und zwar nicht überall, sondern besonders eben in den Seitenteilen des Hammers, damit es eine elastische Masse gibt, die gewisse Klangeigenschaften erzeugt. Was ich jetzt gerade mache, ist die Oberfläche des Hammers, also ich weiß nicht, ob man sieht, also bis hier habe ich schon halb fertig und die drei sind noch völlig unbehandelt, die sehen etwas rau aus, also eigentlich eine optische Arbeit, wenn man so will, aber sie dient auch der Genauigkeit, weil ich muss später dann auch die Position der Hämmer genau prüfen und wenn die ein bisschen so filzig, uneben sind, dann lässt sich das schwer genau einstellen. Also ich habe einfach optisch eine Hilfe da, die dann exakt passt, wenn ich es schön gemacht habe. Wenn also diese Hämmer fertig bearbeitet sind, also vorintoniert und Hämmer abgezogen, dann werden die wieder auf die Tastatur montiert. Und das ist ja eine Flügelmechanik und das muss ich jetzt holen. Die Teile liegen da drüben und das würde ich jetzt als nächstes machen. Der nächste Schritt ist jetzt hier, dass ich die sogenannte Auslösung einstelle. Nach den Probehämmern, die links und rechts gemacht wurden, werden alle anderen in der Mitte auch eingestellt. Das ist circa 1,5-2 mm Vorderseite. Ich bereite die Mechanik vor mit allen Schritten, die in der Werkstatt möglich sind. Wenn das erledigt ist, dann bringe ich das fertige Mechanikwerk wieder zum Kunden, wo der Flügel steht und baue das dort ein und mache die noch verbliebenen restlichen Arbeitsschritte, die man nur am Flügel machen kann. Ja, also auf jeden Fall gehört das Stimmen noch dazu. Die Klangkontrolle gehört dazu. Ist der Sound wirklich gleichmäßig oder gibt es noch Unregelmäßigkeiten? Dann wäre das Nachintonieren noch nötig. Und eben die Dämpfung muss man auf jeden Fall beim Flügel kontrollieren, weil die ist hier nicht dabei. Die hängt immer am Instrument. Und Pedale muss man checken. Ja, ansonsten müsste das dann fertig sein. Das Klavier und seine 88 schwarzen und weißen Tasten. Für den Klangdoktor aus Götzis ist dieses Musikinstrument zum Lebensinhalt geworden und vermittelt ihm tagtäglich nicht nur Inspiration, sondern auch Begeisterung. Denn Walter Angerer aus Götzis hat es tatsächlich geschafft, das Klavier ins akustische Scheinwerferlicht zu rücken, um damit im wahrsten Sinne des Wortes und sprichwörtlich das Piano in ein Forte zu verwandeln.